So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Macht heute Gold und Silber und das, was es schon gestern hätte machen sollen. Die ersten oder seit 8 Uhr gibt es hier einen größeren Move, den schauen wir auch direkt an. Kommen wir zu Silber. Ganz kurz hier nochmal den Wochenchart. Hier passt, kämpft er jetzt wie mit dem gestrigen Hoch. Hier im Wochenchart mit dem EMA 38 und hier eben mit dem EMA 200 gestern. Da gab es ja hier die Kerze, was eher eine unschöne. Doch heute springt der Silberpreis direkt um 8 Uhr nach oben und erreicht sogar hier neues Hoch. Also im Prinzip das gestrige Hoch wurde rausgenommen. Mal schauen, ob hier die Käufer am Ball bleiben, denn hier würde ja ein Aufwärtsszenario ausgegeben Richtung eben 18,40. Im Stundenchart sieht man das hier deutlicher. Hier blieb er auch fast über den kompletten, in der kompletten Nacht über dem Rainbow-Indikator im 1-Stunden-Chart und hier eben der schöne Ausbruch nach oben. Somit hat sich das jetzt hier halt eben etwas Zeit versetzt, dann fast so dargestellt wie eingezeichnet. Mal schauen, ob es dann ja, im Prinzip ist ja hier, sind wichtige Widerstände, aber es kann eben auch sein, dass er dann eben am EMA 200 vielleicht abprallt. Doch erst sollte man mit dem jetzt zufrieden sein, dass er hier den Ausbruch initiiert. Sonst gibt es hier eigentlich ja, nichts zu sagen. Wichtig war eben hier definitiv, dass die 17,38 nicht mehr unterschritten wird. Gold war gestern eher schwächer auf der Brust. Kann mir auch kurz mal noch den Wochenchart anschauen. Ja, gibt es jetzt hier gegenüber gestern natürlich nichts zu sagen. Hier der Tageschart. Gold konnte eben das Hoch vom Freitag nicht aus dem Markt nehmen. Hier ist jetzt liegt eine Buy-Marke, eine Stop-Buy-Marke kann hier bei 1265 liegen. Also wenn das hoch rausgenommen wird, jeweils hier, ich mache es mal hier größer, ja, jeweils die Hochs, wo auch noch gleichzeitig hier noch das markante Tief vom 4. Oktober war. Also hier ist ein Tagesschlusskurs dann auch über dem EMA 200 definitiv bullisch zu werten. Im 4-Stunden-Chart ja, ging es in der Nacht etwas runter. Hier noch Richtung 1255. Hier gibt es eben die Rückeroberung. Hier sollte es eben sich so darstellen: der Move nach oben, der fand statt. Dann Rücklauf eben auch. Doch hier hätte schon Kaufdynamik aufkommen sollen. Jetzt hat sich es eben auch vielleicht auf den heutigen Tag dann verschoben. Da hier sieht man eben auch, ja, ist nicht ganz so bullisch eben wie Silber. Nichtsdestotrotz bleibe ich hier mit der Einschätzung, dass wir hier auch eine Erholung ja eher in Richtung halt immer 200, wenn wir das mit Silber vergleichen, liegt eben ja rund 20 Dollar Erholungspotenzial. Das sollte hier möglich sein. Kommen wir dann zum DAX und zu den US-Indizes. So, ja, fangen wir erstmal kurz hier mit den US-Indizes an. Hier gab es letzte Woche eben auch, ich muss ja hier für den Godmore Trader am Dienstag eine Analyse für den Dow Jones machen. Hier gab es eben eine Unterstützungszone und wenn man das jetzt hier weiterlaufen lässt, ist es direkt hier an den Abwärtstrend wieder gelaufen und ja, dort abgeprallt. Weitere Prognose gab es nicht. Im Nasdaq, die habe ich ja hier im Dings auch beschrieben gehabt, gab es wenn dann hier einen präferierten Rücksetzer, der nicht stattfand und dann hier eben auch steigende Kurse. Das war eben mit diesem Bild hier zu vergleichen mit
ging sie runter unter den Aufwärtstrendkanal hier oder die Unterstützungskanal, hätte es einen Rücklauf geben sollen und dann eben neue Kurse. Stattdessen hat er hier jetzt hier ja ein neues Allzeithoch gemacht gestern und davon ist er jetzt hier leicht zurückgekommen. Also wenn man das Bild nochmal hier vom Dow Jones im Kopf hat, hier gibt es auch eine Abwärtstrendlinie, die ist in etwa dann gleichzusetzen. Wenn man jetzt hier auf Xetra hat, gibt es hier eine Abwärtstrendlinie und auf der Indikation wurde die ja gestern hier schon leicht unterschritten. Allerdings, weil es auch erwähnt war, aber das wurde jetzt hier nicht gehandelt. Eine Umkehrkerze im 1-Stunden-Chart wurde ja gestern hier nachbörslich oder kurz vor Handelsschluss identifiziert, was ja auch dann hier schon bestätigt worden war. Die Kerze war noch nicht vollständig und gab es heute erstmal einen Rücklauf ja, an die Gap-Unterkante damals vom 7. Oktober und davon ist jetzt bullisch abgeprallt und könnte hier ein Gap-Close würde dann hier auch liegen bei 10.622 Punkten. Auf Xetra gibt es natürlich noch keine Kurse, weil es ist vor 9 Uhr. Hier ist der 4-Stunden-Chart, man kann ja auch auf den Stunden-Chart noch runtergehen. Ja, gab es hier eben auch schon den Bruch, allerdings eben dann einmal auch mit einer etwas negativen Anschlusskerze. Unterstützungszone wäre hier auch, wo jetzt hier Vormittag schon der Indikation hingelaufen ist, ist bei 10.580 Punkten und sonst gab es ja hier auch noch nichts wirklich Aussagekräftiges, weil hier erstmal ein Schlusskurs über der 10.624 eben stattfinden sollte. Dann kann es hier sich womöglich nach oben was Neues ergeben im Wochenchart. Ja, sieht man hier auch die Marke dann. Die liegt hier ein Stück höher, eben bei 10.650 Punkten etwa. Wochenschlusskurs über dieser Marke sollte eigentlich deutliches Kurspotenzial freisetzen. Wohin? Das werde ich erst definieren, wenn der Ausbruch stattfinden sollte. Hier muss eben auch der Dow Jones immer wieder mit einbezogen werden. Dann bricht der hier nicht über diese Trendlinie aus. Ja, im Moment ist eher ein Stück Rücklauf wahrscheinlicher. Danke fürs Zuhören, dann bis später.